Wenn man das mal real ansehen würde, wie soll das gehen? Habe ich gerade einen Zivilisten erschossen? Wenn ja, tut's mir leid. Ich kannte dich noch nicht mal, aber es war mir egal. Und wo schießen die? Oben. Und unten. Ist ja nur sein Flughafen, also interessiert es mir nicht die Prise. Also ich rede jetzt auch ein bisschen weniger, weil das jetzt hier immer spannender wird. Und wir sind stichig in einen Flughafen. Naja, eigentlich wäre es besser gewesen, wenn wir in einer Bibliothek gewesen wären, dann müssten wir auf jeden Fall. Für diese Paramilitaries oder was? Auch die Musik, die jetzt läuft, passt sehr gut dazu. Also hier werden Sachen möglich, da kann sich so manch einer, der einen Actionfilm dreht, echt was abschauen. Ohne Witz. Oh, jetzt geben wir noch die Muni hier von der Pistole. Also ist wirklich geil gemacht, das Spiel, muss man schon sagen. Auch zu Ende wird es immer noch geiler als am Anfang. Aber es ist meistens durchaus so, dass die Endmissionen immer am Anfang schon gemacht werden. Um sich dann eine Story auszudenken für das Ende. Jetzt haben wir unsere Schnellschusspistole wieder. Zeigt er sich noch näher oder was? Mein Gott, die haben so viele Einheiten von einem Flughafen. Nein, nicht darunter! Toll, jetzt habe ich keine Munition mehr, wa? Das, jetzt nicht nochmal von vorne, oder? Oh, nee, das wird jetzt Ewigkeiten dauern, nochmal von vorne, oder? Na super. Okay, jetzt scheint es hier wirklich mit den Kontrollpunkten wirklich gespart worden zu sein. So kommt es mir jedenfalls gerade megamäßig vor. Aber die Musik ist immer noch schön idyllisch. Zeig dich schon, du Rüpel, du wirst ja nicht sterben. Der geht hier auch gerade, glaube ich, oder? Nee. Da hinten kommt schon wieder einer. Was? Der lebt immer noch, ey. Die kriegen so viel auf den Kopf geschossen. Und leben danach meistens immer noch. Das ist unglaublich. Ja, sind ja die Special Forces, ne? Vergesst mal das mal nicht. Zeig dir schon, du Ratte. Das Panzerglas oder was? Komm ich halt hoch zu dir. Haben wir ihn gerade voll in die Beine geschossen, glaube ich. Da oben war noch einer. Durch das Glas können wir aber scheinbar schießen. Den haben wir auch gleich erwischt. Muss hier weg und warum nicht Munition vor allem? So, wo sitzen die denn alle? Da hätten wir euch einen entgegengekommen.
Aber Max Payne nennt sich hier wirklich mit ganzen Mengen Leute auf. Was haben wir denn da hinten eigentlich? Da kommt so ein Model oder sowas. Gibt es hier vielleicht die Erlösung an Munition? Und das war's. Wir haben tatsächlich die Munition gefunden. Ich habe keine Muni mehr. Spring runter, Mac, spring runter. Scheiße, ich habe mir Leben abgezogen dadurch. Ich wusste das gar nicht. Du entkommst mir nicht. Jetzt hier noch mehr die Munition vertragen können oder was? Ich brauche um die Munition. Oh, da ist noch ein Painkiller. Mein Gott, ich kann jetzt hier auch gerade gar nicht bei reden. Das wird wirklich so spannend. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Nein, nicht schon wieder. Keine Munition, ey. Ich sterb doch gleich schon wieder. Scheiße, hol dir die Muni, hol dir die Waffe. Nein! Och nö. Och Mann, ey. Scheiße, da hätten sie recht mal mehr Kontrollpunkte einbauen können. Ohne Witz jetzt. Die sind zwar alle drei tot hier. Ich glaube, ich sollte mir hier unbedingt die Munition von den drei noch gleich mal schnappen. Habe ich ihn erwischt? Das war auch ein Headshot, glaube ich, oder? Ach, ich habe schon wieder keine Munition mehr auf der Waffe. Mein Gott, ich glaube, ich rede jetzt hier auch langsam mal nicht mehr, weil... Das ist gerade so actionreich. Da muss ich die ganze Zeit... Oh mein Gott. Da muss ich hier regelrecht aufpassen, damit ich nicht weggenatzt werde. Da muss doch hier mal alles safe sein, oder? So, den haben wir einen Headshot verpasst. Nochmal einen Painkiller schlucken, durch die Munition laufen. Pistole haben wir jetzt gar nichts mehr. Munition schadet jetzt hier regelrecht gar nicht. So, nochmal die Pistole nachladen. So. Können wir uns vielleicht hinter dieser Stühle hier Deckung suchen? Das funktioniert. Der lebt ja immer noch! Da. So. Mr. Payne muss aber nochmal sauer werden hier, wenn ja dauernd so viele Gegner noch am Leben bleiben. Darum ist scheinbar keiner mehr. Die nähern sich auch von da hinten langsam. Ich kann es aber jetzt hier noch nicht erwischen. Die scheinbar aber mich. Gebe ich auf jeden Fall eine gute Deckung. Und wo schießen die Penner?
past the TSA. Boah, ihr geht mir auf den Sack. Ohne Witz, mittlerweile gehen die mir so doll auf den Sack. Wie ich mein Glück kenne, bin ich gleich wieder tot. Das ist so verdammt schwer jetzt. Komm mal vielleicht da oben sicher hingelaufen und da steht da hinten noch irgendwo einer. Na, da unten ist einer, ich habe ihn schon gesehen. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Und meine Munition lässt dann auch wieder nach, wie es aussieht. Solange die mir nicht hochkommen, ist alles in Ordnung. I'd rather not be blown up today. So, ich brauche unbedingt Leben. Woher? Ist die Frage. Ihr seid feige. Endlich! Wir haben es geschafft, oder was? Boah, nee, ey, ne? Ist hier oben noch irgendwo Painkiller? Ich habe Angst, da jetzt runterzugehen und zu verrecken. Boah, habe ich Schiss jetzt vor der Tür. Maybe they were in the next terminal. I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. Ah ja, herrlich, dass da noch mehr kommen. Granaten, Haufen Soldaten und mehr, aber es gibt doch Besseres. Von welchen, die die ganze Trampelübung machen, wieder aufstehen. Auch die Muni unbedingt noch leben. Du musst doch irgendwo Painkiller geben, oder nicht? Painkiller! Ich will ungern wieder sterben, irgendwie, aber ich werde so oder so sterben, wie ich mich kenne. Da ist ein Painkiller. Mindestens einer. Boah, gut. Den haben wir jetzt wirklich gebraucht. So, jetzt geht die Action aber los hier, würde ich sagen. Komm, dass die Penner immer so viel aushalten. Ach. Aber ich hoffe nicht, ich fange jetzt wieder da hinten an, wo ich gespeichert hatte eigentlich. Ich müsste da hoffentlich gespeichert haben, sonst... Ja, okay. So, die müssen alle drei einen Headshot gekriegt haben, außer der da. Der eine von denen war ja so immer so ein bisschen widerstandsfähig und dann kommen die nächsten gleich wieder. Ein bisschen näher muss ich noch und dann kommen sie gleich. The tram to the next terminal was down the escalators. Ja,
So. Den haben wir auch erwischt, den Penner. Und dann sind wir halt wieder nicht gut gewappnet jetzt hier. Weiter runter zu rasen. Das wird zwar immer schwieriger. Aber irgendwann stirbt hier jeder. Jetzt haben sie mir das Licht ausgemacht, oder was? Ist der jetzt endlich tot? Mir geht's munitionstechnisch mittlerweile mich auch nicht mehr so toll. Aber immerhin, der Typ ist tot. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. So, drücken wir mal wieder den Schalter. Strom reaktivieren. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Ach, super. Also da